nächstes Jahr, beziehungsweise jetzt das Jahr noch vor. Wie gesagt, oder nee, gesagt habe ich dir noch gar nicht. Eigentlich habe ich noch nicht so viel geplant. Wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich erstmal keine weiteren Reborn kaufen möchte. Klar, ich habe noch ein paar im Auge von Annette, die ich gerne hätte, aber da bin ich halt ein bisschen am Überlegen, ob ich die mir wirklich noch leiste oder beziehungsweise gönne. Erstens wegen dem Platz und zweitens, ich habe ein bisschen Angst, dass ich das dann wieder bereue oder dass ich dann wieder da sitze und denke, ach, das hätte man sparen können, das Geld oder so. Deshalb bin ich da noch am Überlegen, zumal es ja sowieso im Moment nicht eilt, weil im Moment bin ich ja hier ein bisschen am Renovieren und da ist für Reborn sowieso im Moment kein Geld da und ein Fan von Ratenzahlen bin ich ja nicht gerade, weil man muss dann immer Raten abstottern und ja, das finde ich nicht schön, da kann ich auch hier auf mein Konto sparen oder ich spare hier zu Hause und wenn ich das Reborn und wenn ich das Geld dann zusammengespart habe, dann kann ich mir einen Reborn kaufen. Das ist, finde ich, besser als stotter ich jetzt immer Sachen ab. Klar habe ich in meinem Leben auch schon Ratenzahlungen gemacht, das will ich gar nicht bestreiten, dass ich noch nie Ratenzahlungen gemacht habe, aber im Endeffekt man muss dann immer Raten abstottern, eventuell kommen noch Zinsen drauf und weiß ich nicht. Ich finde es halt schöner, wenn man sich zusammenspart und dann sich dann halt die Sachen kauft. Aber wie gesagt, das muss ja jeder selber wissen. Weil ich bei Ratenzahlungen auch immer Angst habe, dass man die vielleicht irgendwann nicht mehr zahlen kann und dann Schulden macht. Das kann mir ja, wenn ich jetzt auf dem Konto spare oder wenn ich jetzt hier daheim spare, kann mir das ja nicht passieren. Naja, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall bin ich da noch am Überlegen, ob es weitere Reborns geben wird oder nicht. Weil, wie gesagt, mir fällt das auch zu schwer, welche zu verkaufen. Ja, das mit Katharina damals, das war wirklich nur, sag ich mal, ein Zufall, weil die mir von Anfang an nicht. Katharina hatte mir ja von Anfang an nicht zugesagt und Angela Lira war eigentlich eine kurzfristige Entscheidung, dass ich so dachte, ach, die sitzt hier eh nur noch rum und ich kümmere mich eh nicht mehr. Und da habe ich das praktisch über Nacht entschieden, dass ich die verkaufe. Also das war jetzt kein Ding, was ich lange überlegt habe. Bei Katharina hatte ich ja vorher auch immer hin und her überlegt, soll ich das Soll verkaufen, ja soll ich sie nicht Reborns verkaufen. geben wird, Weiß ich noch nicht. Also ich habe ein Reborn von Annette, mit denen ich jetzt schon länger liebäugel. Ich glaube, mit den einen Reborn von Annette tue ich jetzt schon seit Weihnachten. Ja, Hin dann und habe ich her noch einen. überlegt von Annette im Auge. Was ich auch noch gerne hätte, wo ich aber überlege, ob mir das das Geld auch wert ist. Beziehungsweise, ja. Wie oder was? Weil manchmal denke ich mir auch, überlegt auch, ob mit ein, zwei Reborn nicht damals schöner war als jetzt mit so vielen. Aber, ja. Wie gesagt, es ist auch schwierig. Für mich ist es schwierig, sich dann auch wieder von welchen zu trennen. Weil, wie gesagt, einen Originalpreis kriegt man nicht mehr wieder. Auf eBay tue ich auch noch notgedrungen verkaufen, weil, wie gesagt, die paar Pfennige, die man kriegt und dann noch Bin Käufer, eh die dann bin. Kleinigkeit schlecht bewerten, ist auch nicht toll. Und ja, das hauptsächlich wegen Kleinbeträgen. Ja, dann hat man die Sachen dann hier noch ewig stehen. Deshalb,
ich weiß nicht, für eBay wären mir die Reebok zu schade, weil wenn ich überlege, für was Angela Lira und Katharina damals raus sind. Gut, es waren jetzt nicht die besten Bilder und so, es waren jetzt sicherlich auch nicht die besten Reborn, aber da ist mir das fast zu schade, da musste ich ja noch Verkäufergebühren bezahlen und wenn der dann noch Pech hat, hast du wieder einen Käufer, der schlecht bewertet oder so und oder wieder einen Fall eröffnet oder so und da ist mir dann einfach, jetzt werden eigentlich wieder sagen, oh nein, dann will ich mir einen neuen Kinderwagen kaufen, beziehungsweise neu für mich, aber gebraucht. Warum will ich mir jetzt schon wieder einen neuen Kinderwagen kaufen, weil mein Hartan, ja ich muss sagen, ich habe ihn sehr günstig ersteigert, er hat damals 70 Euro gekostet. Gut, der Versand ist noch drauf gekommen von 26 Euro, glaube ich. Da könnt ihr euch ja jetzt ausrechnen. Ja, weil mein Hartan wirklich, er ist jetzt wirklich runter. Klar, man könnte jetzt wieder neue Räder kaufen und vielleicht auch mal eine neue Bremse, aber ja, dann frage ich mich, dann ist eigentlich nur noch das Gestell, was noch original ist. Und der Sitz ohne Bezug. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte ja schon ein neues Austauschset gekauft, was damals auch sehr teuer war. Und ich weiß nicht, ich möchte in den Hartan nicht mehr investieren, weil, wie gesagt, das Einkaufsnetz ist auch kaputt. Das wären auch nochmal so 30, 20 Euro für ein Einkaufsnetz. Und das würde ich ja, wenn ich ihn jetzt verkaufe, würde ich das ja nicht wiederkriegen. Und von daher überlege ich mir halt einen gebrauchten Kinderwagen, der vielleicht nicht so alt ist, noch nicht so runtergefahren ist wie mein Hartan jetzt, überlege ich mir vielleicht. Oder ich werde mir definitiv jetzt noch einen für die Übergangszeit kaufen. Ich überlege auch diesmal einen ohne Handbremse zu kaufen. Erstens, weil ich da einfach mehr Auswahlmöglichkeiten habe und weil ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht wieder so viel Geld für einen Kinderwagen investieren will. Ja, mein Traumkinderwagen wäre jetzt, vor einem Jahr warte hier der Hartan, den ich jetzt habe, von dem ich aber gar nicht mehr begeistert bin. Der mir inzwischen hat er mir zu viele Nachteile. Also wie gesagt, das Problem mit dem Einkaufsnest, dann tut er auch nicht mehr richtig bremsen. Wie gesagt, könnte man sicherlich alles nochmal neu machen. Bremse und so. Aber ja, er ist einfach runtergefahren und ich will mal sagen, alt und klapprig. Er quietscht, er klappert, es ist nicht mehr schön und deshalb möchte ich gerne einen neuen haben. Aber ich möchte gerne wieder 100 Euro bleiben und das wird nicht, den Teutonia kriegt er nicht für 100 Euro und wenn, dann ist er wieder so runter gefahren wie mein Hartan Racer und ja, das ist ja dann auch wieder nicht so toll, zumal sowieso meines Erachtens, ich denke mal, lange werde ich einen Kinderwagen sicherlich nicht mehr brauchen. Klar, es kann sich jederzeit wieder irgendwas ändern an meiner Gesundheit, aber ich gehe jetzt mal von jetzigem Stand aus und da denke ich mal, ich werde ihn nicht mehr lange brauchen, weil ich jetzt auch bald mal anfangen will, doch mal wieder meine Unterarmstütze ja, zu benutzen. Dann kriege ich auch bald einen Therapierad. Ich denke mal, dann werde ich oft mit dem Rad unterwegs sein. Ja, aber zumal ich mich da noch frage, in die Stadt werde ich sicherlich nicht mit einem Rad fahren.
weil ich ja auf einem Berg wohne und in Stadt wäre kein Problem, geht nur Berg runter ab. Aber Ja. Fahrräder ab 7 Uhr mit dem Bus fahren. Ja, und dann müsste ich noch was fürs Rad bezahlen und tagsüber müsste ich dann den ganzen Berg wieder hochradeln oder hochlaufen. Was ich ja nicht will, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Weil es ist ein ganz schönes Stückchen und man will es ja auch nicht gleich wieder übertreiben. Zumal, deshalb denke ich, neue Kinderwagen dann nicht mehr lange brauchen. Ja, weil wie gesagt, erstens kriege ich das Therapierad. Ich denke mal, dann werde ich oft mit dem Therapierad werde ich dann oft losradeln und da werde ich dann immer mal eine Unterarmstütze mitnehmen und halt dann mal probieren. Und ja, alles andere muss dann die Zeit zeigen, aber so wie ich die Sache einschätze, ich kann mich natürlich wie gesagt auch täuschen, werde ich das nicht mehr lange brauchen, beziehungsweise vielleicht die Wintermonate und jetzt im Sommer kann ich auch notfalls mit dem Rollstuhl fahren. So dass ich da nicht mehr so viel Geld investieren möchte für einen neuen Kinderwagen. Weil, falls das mit meinem Kinderwunsch noch klappt, erstens würde ich viel von meinen Cousin kriegen, zumal es aber auch viel mädchenhaft ist, weil das würde wieder dran da abhängig sein, ob ich Mädchen oder einen Junge kriege. Aber ich würde, denke ich mal, viel von meinen Cousin bekommen. Ja. Und von daher will ich nicht so viel Geld ausgeben. Aber ich denke mal, also ein Teutonia wäre jetzt mein Traumkinderwagen, weil ich, wie gesagt, von meinen Zwillingskinderwagen bin ich eigentlich sehr begeistert. Also im Gegensatz zu den Resa. Gut, ich war jetzt mit den Zwillingskinderwagen noch nicht so oft draußen, aber die Bremse funktioniert viel besser als wie bei den Resa. Klar, er ist ein bisschen schwer und für Bus und Bahn oder beziehungsweise für Bus auf den Grund her, dass er halt so schwer ist. Ich habe jetzt auch ein bisschen weiter rum recherchiert, was Zwillingswagen angeht und da stand dann halt, dass gerade Teutonia und Hartan Resa sind die schwersten Zwillingswagen und auch die sperrigsten, die es gibt. Und die ganzen anderen Wagen, die es allerdings dann hauptsächlich nur noch ohne Handbremse gibt, die sind dann leichter und auch schmaler. Und ja. Von daher, es wäre jetzt keine Übergangslösung, den Zwillingswagen jetzt nur noch zu nutzen, weil ich gerade weil er so schwer ist, wenn er nicht so schwer wäre, dann wäre das kein Problem. Aber daraufhin, dass er halt so schwer ist, ist er halt wieder schlecht für den Bus geeignet, weil ich schon Mühe hätte, damit im Bus reinzukommen. Von Platz mal ganz zu schweigen, aber gut, da muss man halt dann gucken, mit was man fährt. Man muss ja nicht gerade wieder abends fahren oder nachmittags fahren, wo die Busse eh immer so voll sind. Da muss man halt dann leere Busse nehmen, wenn man es erwischt. Aber weil er halt so schwer ist, ist er halt schlecht, sag ich mal, für die Stadt geeignet. Weil ich, wie gesagt, Mühe hätte, den in den Bus zu kriegen. Ansonsten ist er toll. Ansonsten ist er wirklich toll. Es kann natürlich auch sein, dass das nur eine Übungssache wäre. Wie gesagt, von dem paar Mal, wo ich draußen war, kann man sicherlich noch nicht so viel sagen. Aber so vom Fahren her und vom Lenken her bin ich von Teutonia begeistert. Und hätte halt auch gerne einen Einsitzer. Zumal ja Teutonia, da gibt es ja einen Typ. Da ist die Handbremse dran, beziehungsweise Handbremse je nach Hersteller kann man ja auch nachrüsten lassen. Bloß das Problem ist halt,
das ist dann wieder nicht billig und ich sehe es ja nicht ein, mir einen günstigen Gebrauchten zu ersteigern und dann wieder, sag ich mal, einen Haufen Geld für neue Räder und die Bremsen auszugeben, weil die Kinderwagen mit Handbremse brauchen auch andere Räder, die in Befolge. Ja, und von daher, ja. Also mein Traum wäre jetzt Teutonia, aber ich denke mal, dass ich im Moment so geistig wäre, mir einzukaufen. Ich habe auch überlegt, ob ich mir einen Teutonia Kinderwagen über Schiene zusammen spiele oder halt, ja, da kann man halt Wünsche erstellen bei Schiene und kann sich dann halt, muss man immer Tagesaufgaben erfüllen und dann bekommt man halt Punkte und von diesen Punkten kann man sich halt dann irgendwann den Wunsch erfüllen. Aber gerade bei so Sachen, die in 100er Bereich gehen, da braucht man ewig und da bräuchte ich wahrscheinlich über ein Jahr, wenn es reicht. Und wer weiß, was in einem Jahr ist, von daher habe ich den Gedanken schnell wieder verworfen. Zumindest auf jeden Fall will ich mir einen neuen Einsitzer kaufen. Es ist halt nur noch die Frage, wie oder was. Was mir wichtig ist, bei einem neuen Kinderwagen ist mir definitiv Schwenkräder sind mir wieder wichtig und dass dieser, dass mehr Platz von Sitzeinheit für Einkaufskorb ist, dass das nicht wieder so weit unten ist, sondern weiter oben, also die Sitzeinheit meine ich, sodass man auch genügend Platz hat. Handbremse hätte ich mal wieder gerne, aber dann wäre die Auswahl ja wieder beschränkt und von daher, ich gucke gerade auf eBay, ob ich einen günstigen ohne Handbremse kriege, der halt diese zwei Kriterien erfüllt, Schwenkräder und höhere Sitzeinheit. Ja. Dann, damit wir gleich mal bei Kinderwagen bleiben, habe ich mir vielleicht überlegt, steht noch in den Sternen, aber ich habe mir jetzt bei Genie halt einen Geschwisterwagen als Wunsch erstellt. Ein Geschwisterwagen, also so eine, wo die Sitzeinheiten hintereinander sind, weil ich kann mir das inzwischen besser vorstellen, wie jetzt ein Zwillingswagen. Klar, wenn ich jetzt einen von einer billigen Marke nehme oder von einer Marke nehme, die günstiger ist, da gibt es auch schon ein schmales Zwillingswagen. Aber ich kann mir inzwischen einen Geschwisterwagen, wo die Sitze hintereinander sind, besser vorstellen. Aber das sind jetzt Dinge, die tun nicht eilen und deshalb habe ich das jetzt mal bei Genie als Wunsch erstellt und ja, entweder ich kriege meine Punkte zusammen oder ich kriege es halt nicht zusammen und lösche den Wunsch wieder, weil wie gesagt, im Prinzip brauche ich ja nicht und es wäre schön, wenn ich mal sowas hätte, aber das ist wieder so ein Ding, dafür würde ich jetzt im Moment nicht unbedingt Geld ausgeben. Und von daher habe ich mir jetzt erstmal bei Schiene gewünscht und oder beziehungsweise den Wunsch erstellt, aber ich müsste noch jede Menge Punkte sammeln und ich bin gerade dabei, meinen Duft zusammen zu sammeln, den ich schon vor einem Jahr erstellt habe und der hat jetzt erstmal Vorrang und danach kann ich ja sehen, auch was ich, welchen Wunsch ich mir dann zusammen sammle, sage ich mal, aber das ist ein anderes Thema, also ich bin noch an überlegen, ob ich mir so einen Geschwisterwagen kaufe, wo die Sitze hintereinander sind. Beziehungsweise nicht kaufen, sondern eher wünschen bei Genie, aber ich denke mal, das ist eher unrealistisch, weil man da wieder lange sammeln muss und ja. Ich weiß es halt noch nicht, aber wie gesagt, das ist halt so ein Ding, das bräuchte ich ja nicht unbedingt und von daher
will ich es mir jetzt nicht unbedingt kaufen und nachher tue ich mich wieder ärgern. Auf jeden Fall, eine Geschwisterwahl hätte ich schon gerne, aber wie gesagt, dann hätte ich ja 3 Kinderwagen und wie gesagt, es ist jetzt mit den Zweien immer schon problematisch, wo ich damit den Zwillingswagen, den habe ich ja jetzt erstmal im Fahrradraum. Was ja dann bald ein Ende hat, weil wenn mein Therapierad kommt, muss ich das ja auch irgendwo hinstellen. Und der Fahrradraum ist schon voll, das heißt, ich muss meinen Zwillingswagen dann wieder da wegnehmen und dann mein Therapierad auf den Platz stellen und dann ist der Fahrradraum auch voll. Ja, und von daher ist sowieso noch die Überlegung, was man mit dem Zwillingswagen wird. Ob ich ihn wieder verkaufe, aber zumal auf eBay, wie gesagt, da kriegt man, selbst wenn ich jetzt meinen Vorstellungspreis kriegen würde, der läge dann schon bei meinem Einkaufspreis, weil ich habe ihn ja kaum genutzt und von daher ist er ja eigentlich noch so, wie ich ihn gekauft habe. Aber selbst wenn ich ihn jetzt für so viele Euro reinstelle, dann kommt wieder die Verkäufergebühr und dann zahle ich auch wieder drauf. Also, ja. Von daher ist das sowieso die Überlegung, was damit wird. Auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall geplant. Neuen Einsitzer, weil mein Hartan-Räder sagt, man kann eigentlich sagen, dass das Schrott ist. Weil das ist so eine alte Klappermühle in letzter Zeit geworden. Dass, wie gesagt, drin eine neue her muss, oder ich renoviere, sage ich jetzt mal. Ja, ich mache 3 Kreuze, wenn es vorbei ist, also ich mache 3 Kreuze, wenn ich es geschafft habe. Ansonsten hoffe ich natürlich noch, dass ich dieses Jahr noch viel Spaß habe mit Reborn. In letzter Zeit hatte ich ja nicht mehr so viel Freude, beziehungsweise tue ich mich nicht mehr so damit beschäftigen. Ich tue, wie gesagt, auch nicht mehr nach neuen Reborn gucken, weil ich ja, wie gesagt, erstmal keine mehr kaufen möchte. Ja. Das ist halt Stand der Dinge. Ja, das Fragen-Antwort-Video, das kommt noch. Ja, was mir vielleicht noch wichtig ist. Ich weiß, ich habe schon mal gesagt und eigentlich tut es an Nerven. Aber ich will nochmal sagen, dass auch wenn in den Videos manchmal so rüberkommt, dass so nicht mein Alltag aussieht. Klar gab es Tage in den vergangenen Jahren, wo ich mich viel um die Reborn gekümmert habe. Klar gab es da Tage, wo sich alles nur um Lea gedreht hat und wo ich das einfach toll fand, mich darum zu kümmern. Aber ich will einfach nochmal sagen, dass so nicht mein Alltag aussieht. Und dass mir, wie gesagt, bewusst ist, dass es Puppen sind. Ich weiß, ich habe schon mal gesagt und eigentlich tut es an Nerven. Aber mir ist es halt wichtig, das jetzt nochmal zu sagen, weil es immer noch Leute gibt, die es, weiß ich nicht, eine lange Leitung haben, sagen wir mal so. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wie gesagt, dass ich das Interesse für dieses Hobby nicht ganz verliere, beziehungsweise, dass ich noch ein paar Videos für euch drehe. Ja, und dass vielleicht, dass der Spaß wieder zurückkommt, weil im Moment macht es mir eigentlich nur noch Freude, sie anzuschauen. Beziehungsweise die paar, die ich im Moment noch hier habe. Ich muss auch sagen, ich bin im Moment froh, dass ich nur so wenige hier habe. Was mich auch ein bisschen nachdenklich stimmt, weil wenn ich jetzt schon froh drüber bin, dass ich, sag ich mal, nur 4 da habe, dann weiß ich nicht. Dann bin ich fast der Meinung, wenn ich jetzt schon froh bin, dass ich nur 4 Stück hier habe, dann ist die Frage. Vielleicht soll ich weitergehen, wenn ich einen neuen Kinderwagen bekomme
und komme dann ohne Handbremse klar. Dann verkaufe ich natürlich den Hartan. Den behalte ich dann nicht. Obwohl meine Bekannte der Meinung ist, ich sollte einen mit Handbremse doch behalten. Falls es mal schlechter geht mit dem Laufen, wäre es ja doof, wenn ich dann nur noch den Kinderwagen ohne Handbremse hätte. Beziehungsweise ich soll mir einen Kinderwagen aussuchen, wo ich im Nachhinein noch eine nachrüsten könnte. Aber dann wäre ja wieder nur entweder Teutonia oder Hartan Resa. Ich glaube, es gab noch andere Firmen. Oder ich müsste mir wirklich so einen Shopper, die heißen glaube ich so, mit drei Rädern kaufen, weil da ist ja oft eine Handbremse dran. An so drei Räder. Aber mit drei Rädern, ich weiß nicht. Das würde ich mir noch nicht zutrauen. Nur mit drei Rädern. Obwohl das ja auch angeblich stabil sein soll. Aber da gibt es auch wieder viele Meinungen drüber. Ja. Ach ja, nur damit ihr wisst, wenn ich jetzt einen neuen Kinderwagen kaufe, dann werde ich den Hartan Resa, denke ich mal, verkaufen. Viel bei rumkommen wird eh nicht, weil dieser so abgefahren wie der ist. Kann ich dafür nicht noch viel Geld verlangen. Ja, aber das werde ich sicherlich, denke ich mal, dann nochmal erwähnen in einem Video, wenn es soweit ist im Moment. Bin ich ja noch auf der Suche, einen geeigneten Ersatz zu finden. Ja. Und das ist halt so Stand der Dinge. Es war ein sehr schönes Jahr. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen Spaß mit den Reborns habe. Mir ist aber schon klar, dass dieses zweite Reborn-Jahr anders wird. Das habe ich irgendwie ein Gefühl, dass das wird anders. Aber ich kann mich, wie gesagt, auch hören. Wie gesagt, wenn es mit meiner Gesundheit so weiter bergauf geht, wie es im Moment ja scheint, dann wird, denke ich mal, irgendwann so aussehen, dass die Reborns wirklich nur noch hier sind. Ich hatte zwar mir mal gedacht, vielleicht auch einen Fahrradanhänger zu kaufen für die Reborns, aber da muss ich sehen, ob das Fahrradfahren wirklich was für mich ist. Kann ja auch sein, dass ich herausstelle, das ist so gar nichts für mich und nach dreimal fahren ist es blöd oder so. Ja, aber das sind Dinge, die muss ich dann erstmal gucken. Wie oder was, wie das alles wird. Ja. Ansonsten bin ich jetzt viel auf Schiene, versuche mir da meine Wünsche zu erfüllen. Aber wie gesagt, das dauert alles so. Ja. Und das war jetzt im Großen und Ganzen mein Reborn-Jahr. Ich weiß, es war viel Gerede. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, wenn noch Fragen da sind, könnt ihr die mir gerne noch stellen. Das Fragen-Antwort-Video kommt, wie gesagt, noch. Wann ich dazu komme, es abzudrehen, weiß ich noch nicht, weil durch mein neues Haustier habe ich viel zu tun. Das Renovieren ist erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich erstmal warten muss, bis neue Möbel kommen und ja, und so weiter und so fort. Ja, aber das tut ja jetzt hier nichts zur Sache. Jo. So. Und das sage ich mal, das war's dann erstmal wieder von mir für euch für heute hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.